Ja, die Energiepreise, auch ein Thema, über das wir gerne und dringend sprechen müssen, mit Leonore Holling. Sie ist Vorsitzende des Bundes der Energieverbraucher. Ich grüße Sie. Ja, guten Tag, Frau Davis. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie hoch ist denn eigentlich die Abhängigkeit Deutschlands und auch der EU von Energiezulieferern? Also die Abhängigkeit würde ich als sehr, sehr hoch ansehen. Wir sehen das ja, Gas kommt aus dem Ausland. Wir haben kaum eigene Gasvorkommen, teilweise aus Russland. Teile kommen auch aus Norwegen, die im Moment so unsere Informationen kaum noch was liefern können. Dann gibt es noch Flüssiggas aus den USA. Außer Kohle, die wir haben, haben wir eigentlich sehr wenig und natürlich erneuerbare Energie. Muss sich die neue Bundesregierung dann vielleicht auch einen neuen Plan für Nord Stream 2 überlegen? Es gab ja gerade auch Meldungen, dass Annalena Baerbock einer Betriebserlaubnis da im Moment eher skeptisch gegenüber sieht, weil sie die Trennung von Betreiber und den Gaspipelines dann nicht sieht. Ist das ein richtiges Signal zu diesem Zeitpunkt? Ja, also ob das ein richtiges Signal ist, das weiß ich im Moment nicht. Gerade in der jetzigen Situation, man kann natürlich darüber nachdenken, dass das große Problem, dass natürlich die Gaspipeline gleichzeitig dem Gasversorger gehört. Das ist etwas, was wir in Deutschland schon seit mindestens 15 Jahren überwunden haben. Das heißt, da haben wir eine Trennung von Versorgern und Netz. Das hat sich aus meiner Sicht bewährt. Ob man das allerdings so schnell dann bei Nord Stream 2 auch hinbekommt, wage ich zu bezweifeln. Ergebnis wäre, dass Nord Stream wahrscheinlich im Moment nicht ans Netz geht. Der Zeitpunkt ist immer das Problem. Wie sieht es denn aus Ihrer Sicht mit erneuerbaren Energien aus? Wie schnell oder wie langsam könnte dort ein Ausbau denn da Erleichterung bringen auf dem Energiemarkt? Ja gut, also dass ein Ausbau der erneuerbaren Energien sicherlich von der nächsten Bundesregierung vorangetrieben wird, davon gehe ich aus. Allerdings glaube ich, dass wir hier nicht über eine kurzfristige Lösung sprechen. Also das wird Jahre brauchen. Also wir brauchen auch bei einem schnelleren Planungsverfahren, zum Beispiel bei großen Windparks, natürlich 2, 3, 4 Jahre, bis sowas dann steht. Das heißt, das wird uns im Moment aus der derzeitigen Situation nicht wirklich helfen. Da müssen wir leider auf das zurückgreifen, was wir im Moment haben. Wie lange rechnen Sie denn noch mit einem Anstieg der Preise? Also ich glaube, dass der Anstieg der Preise gerade erst begonnen hat. Wir gehen eigentlich davon aus, auf Verbraucherschützerseite, dass 2022 noch eine dramatische Erhöhung kommen wird. Sie müssen sich vorstellen, da kommt dann die CO2-Bepreisung mit dazu, die ja ab dem 1.1.2022 noch mal kräftig anzieht. Das heißt, wenn da nicht aus anderen Gründen gegengesteuert wird, heute war auch sehr viel davon die Rede, wie viel ist eigentlich an Steuern und Abgaben im Energiepreis enthalten. Also wenn da nichts passiert wie in anderen europäischen Ländern, fürchte ich, werden wir weiter dramatisch steigende Preise sehen. Okay, das war eine Maßnahme, die Sie eben schon genannt haben, Steuern, Abgaben zu senken. Wir haben in anderen europäischen Ländern auch schon gesehen, dass es da Zuschüsse gibt für die Verbraucher. Teilweise wurde Mehrwertsteuer weggenommen oder es gibt für bedürftige Familien Zuschüsse. Was würden Sie für Maßnahmen jetzt für sinnvoll halten, um die jetzige Situation etwas abzumildern für die Verbraucher? Also wenn man akut was tun will, dann würde ich sagen, ein paar Steuern könnte man sicherlich reduzieren oder ganz abschaffen. Ich denke da zum Beispiel auch an die EEG-Umlage. Da ist ja auch schon in den letzten Tagen drüber gesprochen worden. Das wäre sicherlich ein gutes Zeichen im Strombereich. Im Gasbereich hilft uns das kaum. Da müsste man dann überlegen, wie sieht es aus mit entsprechenden Mehrwertsteuerfragen. Dann das andere Thema, natürlich bedürftige Haushalte. Da ist die Diskussion, glaube ich, in den letzten Tagen auch sehr stark in Gang gekommen. Ob natürlich 100 Euro pro Haushalt wirklich eine Lösung ist, glaube ich nicht. Wir reden da über weitaus dramatischere Zuwächse an Kosten. Ich glaube aber, dass zumindest was Sozialkassen anbelangt, da eine Übernahmeverpflichtung für Nachzahlungen, die alleine aufgrund der steigenden Preise dann wahrscheinlich im nächsten Jahr zugeschlagen werden, das wäre schon, glaube ich, eine Entlastung und würde den, wir sprechen da von energiearmen Haushalten, wahrscheinlich einen etwas ruhigeren Winter bereiten. Das sind die Vorschläge der Vorsitzenden des Bundes der Energieverbraucher, Leonore Holling. Ich danke Ihnen herzlich. Danke Ihnen auch. Vielen Dank.